Training mit Kurzhanteln. Du gehst locker von Side to Side und kreist deine Schultern. Die Schulterkreise werden größer. Jetzt kreist du mehr mit den Schultern und dem Oberkörper wechselseitig links, rechts. Du nimmst die Arme noch aktiver mit. Und langsam wirst du wieder kleiner. Du bleibst stehen, etwas breiter als schulterbreit, und du bockst vor dir in die Luft. Denk dran, dass du die Hand, die nicht arbeitet, vor dem Kopf hast, um deinen Kopf zu schützen. Schieb die Hand mit Power nach vorne. Jetzt ziehst du die Hand immer Richtung Gesicht. Arbeite auch hier mit Spannung. Du nimmst jetzt das entgegengesetzte Bein zur entgegengesetzten Hand. Arbeite mit Schwung. Du gehst nur so weit hoch mit dem Bein, wie du kannst. Locker die Hüfte und die Beine. Du bleibst stehen, hebst die Arme langsam nach vorne und wieder senken. Nimm die Arme nur in Schulterhöhe nach oben. Die Knie sind dabei leicht gebeugt. Jetzt ziehst du sie gebeugt nach vorne. Auch hier sind die Ellbogen nicht höher als die Schulter und die Hände sind tiefer als die Ellbogen. Du hältst die Ellbogen auf gleicher Höhe und rotierst jetzt mit dem Oberkörper wechselseitig nach links und rechts. Du ziehst die Arme von unten zur Mitte, nach oben und langsam wieder zurück. Oben ziehst du die Arme so weit nach hinten, dass du in den Schulterblättern Spannung spürst. Du bleibst oben und beugst dich jetzt seitlich. Jetzt machst du die Oberarme fest und du beugst nur die Unterarme nach hinten und streckst die Arme. Beugen und strecken. Langsam lösen. Jetzt lockerst du die Arme, indem du sie einfach vor und hinter dem Körper locker durchschwingst. Du gehst mit dem Oberkörper nach vorne, hast ein leichtes Hohlkreuz und ziehst jetzt deine Arme nach hinten zum Butterfly Reverse. Der Kopf ist Verlängerung der Wirbelsäule.
Der Oberkörper bewegt sich dabei nicht mit und wird durch den Rückenstrecker gehalten. Jetzt ruderst du. Wichtig ist dabei, dass die Schulterblätter hinten so eng wie möglich zusammengehen. Dann streckst du die Arme wieder nach vorne und ziehst sie wieder nach hinten. Arbeite aktiv mit den Schulterblättern. Jetzt hebst du wechselseitig einen Arm nach oben und senkst ihn wieder ab und dann folgt der nächste. Du bist immer noch in der vorgebeugten Position und hast ein leichtes Hohlkreuz. Zieh den Arm so nach oben, dass du die Spannung im Schulterblatt spürst. Du lockerst dich wieder. Du stützt dich auf den Knien auf und rollst deine Wirbelsäule auf und ab. Schieb den Rücken nach oben rund raus und geh danach wieder ins Hohlkreuz. Langsam aufrichten. Du gehst jetzt mit dem Oberkörper nach vorne, die Schulter bleibt dabei hinten, bis zum rechten Winkel zum Boden. Und dann kommst du wieder nach oben. Arbeite die ganze Zeit mit Körperspannung. Die Beine sind dabei durchgerückt. Du spürst die Dehnung im hinteren Oberschenkel.